Heute ist in Puttgarden deutlich weniger los. Von ursprünglich 6 Bahnsteiggleisen sind nur noch 2 in Betrieb. Eingestellt ist der Güterverkehr. Eine Brückenverbindung über den Großen Belt hat die Transportwege seit 1997 deutlich verschoben. Im Halbstundentakt fahren die Fähren von und nach Rødby in Dänemark. Die Deutschland landet in Puttgarden an. Im Laderaum hat die Fähre einen Diesel-ICE. Die vierteiligen Neigezüge sind seit 2007 ab Berlin und ab Hamburg bis nach Kopenhagen unterwegs. Mit eigener Kraft rollt der ICE-TD von der Fähre. Gegenüber früher geht das B- und Entladen um ein Vielfaches schneller. Jahrzehntelang mussten die Züge mühsam auf die Fähre rangiert und am Ankunftsort wieder abgezogen werden. Die Fahrzeit Hamburg-Kopenhagen betrug damals noch über 6 Stunden. Ohne Probleme rollt der 106 Meter lange Zug von der Fähre. Ein planmäßiger ICE im Laderaum eines Fährschiffes ist einzigartig in Deutschland. Im Fährbahnhof Puttgarden wird nach einem kurzen Betriebshalt die Fahrt nach Hamburg bzw. nach Berlin fortgesetzt. Ortswechsel an die Nordsee nach Norddeich-Mole. Auch hier gibt es einen Fährhafen. Angefahren werden die Inseln Jüst und Norderney. Nach Puttgarden und Rostock ist Norddeich-Mole der drittgrößte Personenhafen Deutschlands. Eine betriebliche Besonderheit ist die Anbindung zur Eisenbahn. Nur wenige Meter vom Kai halten die Züge am Bahnhof Norddeich-Mole. Einfahrt hat ein Intercity. Aus ganz Deutschland erreichen einige Intercity den Bahnhof direkt am Wasser. Bis zum Hafen oder zu den Fährschiffen sind es nur wenige Meter. Lange Zeit war in Norddeich-Mole die gute alte Baureihe 103 ein ständiger Gast. Mit einem Intercity verlässt 103/122 den Bahnhof. Eine ganz besondere Verbindung eingegangen sind Bahn und Schiff beim Treideln. So zogen bis 1945 kleine E-Loks entlang des Teltowkanals in Berlin und Brandenburg antriebslose Schiffe durch den Kanal. Heute erinnert dieses Denkmal am Teltowkanal in Berlin-Lichterfelde an die Zeit der Treidelloks.
Lok Nummer 2 ist in einem Glaskasten ausgestellt. Sie stammt aus der Anfangszeit aus dem Jahre 1906. Das Firmenzeichen der Telto AG findet sich noch heute im alten Bahnbetriebswerk in Berlin-Zehlendorf. Auch Gleise und Schuppen sind noch vorhanden. Die Treidel E-Loks fuhren auf 1000 mm Spurweite unter 550 Volt Gleichstrom. Noch erhalten dieser Oberleitungsmast. Ebenfalls noch vorhanden sind die Ausfahrgleise auf der rechten Uferseite Richtung Brandenburg. Auch die Zufahrtsgleise zum ehemaligen Bahnbetriebswerk liegen mittlerweile seit 70 Jahren ungenutzt in der Straße. Hier gab es mal eine Brücke zur linken Uferseite. Und so sah es kurz nach der Eröffnung im Jahre 1906 aus. Rechts die Brücke zum BW und das Kraftwerk für den Bahnstrom. Treidelbahn und Schiff, ein besonderes Verhältnis. In Berlin bereits seit 70 Jahren Geschichte. Noch älter ist die Chiemseebahn. Seit 1887 verbindet die Schmalspurbahn Prien mit dem Schiffsanleger Prienstock am Chiemsee. Die nur knapp 2 Kilometer lange Strecke wird bis heute mit historischen Fahrzeugen befahren, von denen fast alle noch aus den Anfangstagen stammen. Die Wagen sind fast alle in den Jahren 1887 bis 1888 in Dienst gestellt worden. Neu ist diese Lokomotive, 1982 mit Dieselantrieb gebaut. Die Bauform ist der vorhandenen Kastendampflok angeglichen. Und so sieht die Kastendampflok aus. Die 1887 gebaute Straßenbahnlokomotive ergänzt heute den Betrieb oder ist bei Sonderfahrten im Einsatz. Der Zug aus Prien rollt ein. Von vielen Touristen und Einheimischen wird die Bahn liebevoll Bockerl genannt. Vom Bahnhof Prienstock sind es nur noch wenige Meter bis zum Anleger. Mit Schiffen zur Frauen- und zur Herreninsel mit dem Schloss Herrenchiemsee. Dem Besucheransturm zum Prunkschloss von König Ludwig II. Verdankt die Chiemseebahn ihre Existenz. Bahn und Schiff. Eine Geschichte ohne Konkurrenz. Hand in Hand arbeiten die beiden Verkehrsträger seit über 175 Jahren zusammen.
So bedient die Bahn die Seehäfen mit Ex- und Importgütern. Und das mit immer wieder neuen Lokomotiven.